Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. In der heutigen Vorlesungseinheit geht es um Daten als Vermögenswert und Rechtsobjekt. Auch dafür könnte man wieder die Rede vom Goldrausch bemühen. Näher liegt vielleicht noch von Daten als den Rohstoffen des 21. Jahrhunderts zu sprechen, so wie es unter anderem die Bundeskanzlerin getan hat. Denn Daten sind tatsächlich ein wichtiger Treibstoff für die Internetökonomie. Wir haben ja schon in der ersten Einheit gesprochen über künstliche Intelligenz und ihre Anwendungen, ihre Chancen. Die Anwendungen der künstlichen Intelligenz sind vor allem auf große Mengen von Trainingsdatensätzen angewiesen. Alle Formen des maschinellen Lernens brauchen Trainingsdatensätze und es hat sich zuweilen gezeigt, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, welche der verschiedenen Methoden des maschinellen Lernens man anwendet, ob man neuronale Netze anwendet oder eine Support Vector Machine zum Beispiel, sondern dass es viel wichtiger ist, dass man große und qualitativ hochwertige Datensätze zum Trainieren dieser maschinenlernenden Anwendungen hat. Deswegen ist es so wichtig, Daten verschiedenster Art zu sammeln, deswegen sind Daten ein wichtiges Handelsgut und deswegen ergeben sich im Zusammenhang mit Daten auch Rechtsprobleme. Bevor wir uns die im Einzelnen anschauen, müssen wir uns die Frage stellen, was genau sind die Daten, die wir meinen und die wir im Weiteren behandeln wollen. Sie alle haben sicherlich eine Vorstellung davon, was Daten sind, aber eine anerkannte Definition für alle Anwendungsfälle gibt es nicht. In der Informatik versteht man unter Daten Informationen, die durch Zeichen kodiert sind. Und wenn es um die elektronische Datenverarbeitung geht, dann natürlich um maschinenlesbar kodierte Zeichen. So will auch Herbert Zech für die Zwecke der juristischen Betrachtung Daten definieren. Der Duden hat eine etwas engere Definition von Daten, indem er das als Zahlenwerte oder Werte, die durch Messungen, statistische Erhebungen und dergleichen ermittelt werden, bezeichnet. Da fallen zum Beispiel, anders als in der Definition von Zech, die Gegenstände, die wir schon behandelt haben, also Software, Computerprogramme oder auch Musik und Filme, heraus. Das sind zwar Daten in dem Sinne, dass es maschinenlesbar kodierte Information ist, es sind aber nicht Mess- oder sonstige Werte, die durch bestimmte Verfahren erhoben worden sind. Und schließlich haben wir noch eine Definition, die nicht Daten im Allgemeinen erfassen will, sondern nur die personenbezogenen oder persönlichen Daten. Die spielt aber eine große Rolle, weil sie natürlich ausschlaggebend ist für den Datenschutz. Die finden wir in der DSGVO. Danach sind gemäß Artikel 4 Nummer 1 alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, als personenbezogene Daten anzusehen. Sie werden im Weiteren sehen, dass wir es in der Diskussion um Daten als Rohstoff des 21. Jahrhunderts und also auch um Daten als Vermögenswert mit diesen verschiedenen Definitionen zu tun haben werden. Ich werde mich also im Moment noch nicht auf eine festlegen. Sie sollten die alle im Hinterkopf haben. Jedenfalls sollten Sie daran denken, der weitestmögliche Begriff ist der von Zech, der sich an die Informatik anlehnt, maschinenkodierte, maschinenlesbar kodierte Information. Wenn wir nun fragen, wie die Daten im Recht behandelt werden, dann wissen Sie, dass es eine Reihe von Schutzmechanismen gibt, die Sie schon kennen oder die wir schon besprochen haben. Zunächst mal, wenn wir vom Schutz der Daten sprechen, natürlich das Datenschutzrecht. Das betrifft aber eben nur die personenbezogenen Daten und schützt den Betroffenen gegen die unerlaubte Erhebung und Verwendung seiner persönlichen Daten. In demselben Bereich kann übrigens zuweilen auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht, APR, betroffen sein. Das hat beispielsweise das Landgericht Düsseldorf in einem Fall entschieden, wo es darum ging, dass jemand unerlaubt die Kontoauszüge einer anderen Person öffentlich gemacht hat. Da war also nicht nur das Datenschutzrecht betroffen, sondern eben auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht dessen, der da in dieser Weise bloßgestellt wurde. Daneben kennen Sie als Schutzmechanismus für Daten auch schon das Urheberrecht. Wenn es sich um Musik, Filme und andere Werke handelt, dann sind die durch das Urheberrecht als Werke geschützt und das kann auch dazu führen, dass eben ihre Repräsentation in Form von computerlesbaren Daten
in gewisser Weise geschützt ist, zum Beispiel gegen die unerlaubte Vervielfältigung einer Kopie. Für Datensammlungen, die nicht als solche urheberrechtlich geschützte Werke zum Gegenstand haben müssen, gibt es außerdem das Datenbankurheberrecht. Das verlangt im Gegensatz zum allgemeinen Urheberrecht nicht eine bestimmte Schöpfungshöhe, sondern schützt die Investition, die getätigt werden musste, um Daten in einer bestimmten Form zusammenzustellen. Auch da ist der Schutz primär gegen die unerlaubte Nutzung und Vervielfältigung gerichtet. Außerdem haben wir strafrechtliche Normen, die sich auf Daten prinzipiell aller Art beziehen, wo also der weite Datenbegriff nach Zech eine Rolle spielt. Und diese Daten werden gegen Datendiebstahl, gegen die unerlaubte Ausspähung geschützt oder auch gegen die Zerstörung von Daten in einer Norm, die an die Sachbeschädigung angelegt ist, in 303a StGB. Und schließlich gibt es noch den Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Früher war das Gegenstand des Wettbewerbsrechts jetzt wurde basiert auf dem UWG. Jetzt gibt es dafür ein eigenes Gesetz über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen, eben das Geschäftsgeheimnisgesetz. Wenn also Geschäftsgeheimnisse in Form von computerlesbaren Daten vorliegen, dann kann auch danach ein besonderer Schutzmechanismus greifen. Das klingt nach einer ganzen Menge Schutzmechanismen. Es ist aber längst nicht alles geregelt, was im Bereich von Daten und Datennutzung eine Rolle spielen könnte. Insbesondere gibt es keine allgemeine Regelung dazu, wem Daten gehören, die zum Beispiel weder unter das Datenschutzrecht noch unter das Urheberrecht fallen müssen. Und es gibt auch nicht einen Schutz gegen jede Art von Beeinträchtigung, zum Beispiel gegen die Zerstörung und Löschung von Daten, bietet keiner der hier genannten Mechanismen umfassenden Schutz. Daraus ergibt sich das, worüber wir heute zu sprechen haben. Wir werden zunächst mal uns die Diskussion ansehen, die geführt wird um die Frage, ob ein allgemeines weiteres Recht an Daten eingeführt werden muss, Stichwort Dateneigentum, neuerdings auch Datenbesitz. Da geht es also um die Frage, wie werden Daten, die zum Beispiel beim Betrieb eines PKW anfallen, die zahlreichen Sensordaten, die da abgegriffen werden, wie werden die rechtlich erfasst? Wie kann der wirtschaftliche Wert, der darin verkörpert ist, erfasst werden? Wem steht er zu? Wie ist er geschützt? Und so weiter. Das ist einstweilen eine relativ abstrakt geführte Diskussion. Deswegen schauen wir im weiteren Fortgang der Vorlesung auf zwei konkrete Bereiche. Zum einen das Bezahlen mit Daten, also Daten als wirtschaftlicher Wert im Vertragsrecht, der anstelle von Geld die Bezahlung von Waren und Dienstleistungen ermöglichen kann. Das werden wir uns insbesondere im Hinblick auf den dazu vorliegenden Gesetzentwurf anschauen. Und im letzten Teil der Vorlesung sehen wir uns dann die Haftung für die Zerstörung und Löschung von Daten an. Gerade hatte ich schon erwähnt, dazu bietet keiner der bestehenden Mechanismen einen umfassenden Schutz. Werfen wir zuerst also einen Blick auf die Diskussion um die Schaffung eines neuen Dateneigentumsrechts oder wenigstens den Schutz des Besitzes an Daten. Die Diskussion ist, wie ich schon angedeutet hatte, vor allem durch Sensordaten, die beim Betrieb von PKW und anderen Geräten moderner Bauart anfallen, gesteuert worden. Wenn Sie heute mit Ihrem Auto fahren, dann gibt es eine Vielfalt von Zahl von Sensoren im Auto, die die Geschwindigkeit messen, die Betriebsdaten des Motors und so weiter. Diese Daten können und werden zum Teil auch schon unmittelbar an den Hersteller ermittelt, der sie beispielsweise benutzen kann, um sein Produkt zu verbessern, um Fehlfunktionen zu erkennen und so weiter. Und weil diese Daten in dieser Weise nützlich sein können für den Hersteller und auch seine Zulieferer, stellen sie natürlich einen wirtschaftlichen Wert dar. Deswegen ist in diesem Zusammenhang die Frage gestellt worden, wem steht eigentlich dieser wirtschaftliche Wert zu, wer sollte darüber verfügen dürfen. Zu einem großen Teil, wenn nicht komplett, wird es sich dabei um personenbezogene Daten handeln, sodass es zunächst mal Datenschutzinteressen des Fahrzeugnutzers gibt, weil es eben Daten sind, die mit seiner Person verknüpft sind. Daraus folgt aber für den Nutzer kein umfassendes Verwertungsrecht. Es könnte zum Beispiel sein, dass daneben auch Rechte des Kfz-Herstellers stehen. Man kann also einerseits die Frage stellen, wer darf nach geltendem Recht über diese Daten verfügen und wer sollte darüber verfügen, wem sollten sie zustehen. Und wenn wir uns andere Maschinen vorstellen, zum Beispiel einen Traktor, der von verschiedenen
Bediensteten eines Agrarbetriebs genutzt wird oder eine Maschine in einer Firma, bei der sich die Nutzung nicht einer bestimmten Person zuordnen lässt, dann entfällt der datenschutzrechtliche Aspekt und es bleibt die Frage, wem stehen diese Daten zu? Stehen sie dem Nutzer zu, weil er das Gerät hat? Sind sie sozusagen Frucht des Geräts, das die Daten produziert? Oder stehen sie vielleicht dem Hersteller zu, weil er die technische Möglichkeit schafft, diese Daten abzugreifen, sie sich übermitteln lässt? Gehören sie damit ihm? Wer sollte also den wirtschaftlichen Nutzen haben? Wer sollte erlauben dürfen, dass diese Daten genutzt werden? Diese Frage stellt sich auch dort, wo das Datenschutzrecht nicht betroffen ist und sie wird auch durch das Datenschutzrecht nicht erschöpfend beantwortet. Deswegen hat es diese Diskussion gegeben und es gab den Vorschlag aufgrund einer Studie des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, BMVI, eben ein solches Dateneigentum gesetzlich einzuführen und damit klarzustellen, dass auch über den Datenschutz hinaus die Daten, die ein Gerät produziert, dem Nutzer dieses Geräts zustehen. Vorgesehen war also die folgende Regelung: Verfügungsberechtigter der Daten ist, wer bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise für die Erstellung und Speicherung des Datums verantwortlich ist. Und das würde dann im Zweifel der Eigentümer einer Maschine, eines Pkw und so weiter sein. Der könnte also dann auch diese Daten nutzen, ihre Weitergabe steuern, also darin einwilligen oder das auch verhindern. Die Justizministerkonferenz der Länder, also die Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister der Länder, hat ebenfalls in 2017 die Frage untersucht und letztlich keinen Bedarf gesehen für die Schaffung eines solchen Dateneigentums. Und deswegen wird wohl in absehbarer Zeit ein solches Dateneigentum auf gesetzlicher Grundlage nicht kommen. In der juristischen Literatur wird weiterhin über die Frage diskutiert, wobei insbesondere Thomas Hören neuerdings vorschlägt, ein geringeres Schutzniveau einzuführen, indem man den Datenbesitz schützt, also die tatsächliche Herrschaft über Daten. Und die sieht er prinzipiell bei dem, der die Daten aufzeichnet, also der den sogenannten Skripturakt, den Akt der Aufzeichnung anstößt. Das wäre im Zweifel bei Daten, die ein Pkw produziert, dann wieder der Eigentümer und Halter. Und aus diesem Datenbesitz sollen nun nicht so weitreichende Verfügungsrechte folgen, wie man sie sich zum Teil beim Dateneigentum vorgestellt hat, soll aber daraus zumindest ein Recht nach Art des Besitzschutzes folgen, also ein Recht, die unerlaubte Entziehung solcher Daten, die unerlaubte Einspähung solcher Daten auch durch zivilrechtliche Ansprüche zu verhindern, die Beeinträchtigung der Datennutzung auf andere Art zu untersagen, analog 862 BGB, und es soll der berechtigte Besitz an solchen Daten als sonstiges Recht im Sinne des 823 BGB anerkannt werden. Dem Vorschlag haben sich andere angeschlossen, wobei zuweilen gesagt worden ist, allein auf den Skripturakt, also die Aufzeichnung der Daten anzuknüpfen, greift vielleicht zu kurz. Besser wäre es, auf die tatsächliche Verfügung über die Daten abzustellen, eben analog dem, was man auch bei der Sachherrschaft macht, also zu sagen, Daten besitzt im Rechtssinne derjenige, der auf sie zugreifen kann. Also zum Beispiel der, der für eine verschlüsselte Datenspeicherung das Passwort hat. Gerhard Wagner in seiner Kommentierung im Münchner Kommentar will für die Zwecke des deliktischen Schutzes von Daten weiterhin am Begriff des Dateneigentums festhalten. Seine Schlussfolgerungen sind aber ganz ähnlich, wie sie andere aus dem berechtigten Datenbesitz ziehen. Also diese Berechtigung an Daten soll geschützt sein als sonstiges Recht im Sinn von 823. Und Wagner will, ähnlich wie Hören, dabei primär darauf abstellen, wer die Daten gespeichert hat, wer also die Aufzeichnung vollzogen hat. So viel zum Stand dieser Diskussion. Wenn Sie das Arbeitsblatt dazu ansehen, werden Sie sehen, dass es unendlich viel Literatur dazu gibt. Die Diskussion ist aber zuweilen ein bisschen unscharf und manchmal sind die praktischen Konsequenzen, die daraus gezogen werden sollen, auch nicht so ganz klar. Wir sehen uns das am Ende der Vorlesung nochmal an, wenn wir über den deliktischen Schutz von Daten sprechen. Wir wenden uns jetzt zunächst mal der Frage des Bezahlens mit Daten zu und sehen dabei, dass es da um ein Dateneigentum kaum gehen wird. Das liegt allerdings auch daran, dass beim Bezahlen mit Daten in aller Regel an persönliche Daten gedacht ist, also an die Daten, die ohnehin schon weitreichenden Schutz durch das Datenschutzrecht genießen. Von diesen Daten ist klar, dass sie nur mit Einwilligung des Betroffenen, also der Person, auf die sie sich beziehen, erhoben und verwendet werden können. Und insofern ist auch klar, dass eine gewisse Verfügungsmacht bei demjenigen liegt, dessen Daten das sind. Und diese Verfügungsmacht kann man eben einsetzen, um sich die Daten gewissermaßen abkaufen zu lassen.
Das geschieht in großem Umfang und vielleicht ohne, dass dafür immer eine angemessene Gegenleistung erbracht wird, weil sehr viele Dienste im Internet sich mit Daten in Anführungszeichen bezahlen lassen. Ich habe Ihnen hier nur als Beispiel wiedergegeben, was Facebook seinen Werbekunden anbietet, nämlich die Möglichkeit, Werbung zu personalisieren mit Hilfe der Kundendaten, die Facebook von allen seinen Kunden erhebt. Danach ist es dann beispielsweise möglich, Werbeanzeigen auszuliefern, basierend auf dem früheren Verbraucherverhalten, also beispielsweise auf Grundlage dessen, was Facebook darüber weiß, was ein bestimmter Verbraucher im Internet sich gekauft hat oder welche Interessen in seinem Verhalten auf Facebook deutlich geworden sind. Das sind also alles Möglichkeiten der werblichen Nutzung von Daten, die Facebook hat aufgrund seiner Daten, die es von seinen Nutzern bekommt. Und die Daten bekommt es von den Nutzern als letztlich einzige Gegenleistung dafür, dass es seinen Service zur Verfügung stellt. Bislang ist das Ganze ungeregelt. Künftig soll das Ganze im Zusammenhang mit der Umsetzung der digitalen Inhalte-Richtlinie ausführlich gesetzlich geregelt werden. Die Grundzüge der Regelung haben wir zum Teil schon in der letzten Woche angeschaut, als wir über digitale Inhalte gesprochen haben. Es gibt nach dem Umsetzungsvorschlag ein umfangreiches neues Leistungsstörungsrecht für Verträge über digitale Inhalte, also Regeln darüber, welche Rechte der Verbraucher hat, wenn ein Unternehmer ihm digitale Produkte nicht oder nicht in einwandfreier Form zur Verfügung stellt. Und für dieses gesamte Regime der digitalen Inhalte soll nun gelten, dass nicht nur entgeltliche Verträge über die Lieferung solcher digitalen Inhalte erfasst sind, sondern in gleicher Weise diejenigen, wo der Verbraucher zwar kein Entgelt zahlt, aber eben persönliche Daten zur Verfügung stellt. Immer dann, wenn also ein digitaler Inhalt oder ein digitales Produkt von einem Unternehmer an einen Verbraucher geliefert wird und der Verbraucher entweder dafür ein Entgelt erbringt oder aber eben Daten zur Verfügung stellt, greifen diese Regeln, die den Unternehmer in Haftung nehmen. Und zwar in gleicher Weise, egal ob nun ein vollwertiges Entgelt gezahlt wird oder eine vollwertige Gegenleistung erbracht wird oder ob vielleicht diese Daten zur Verfügungstellung nur eine relativ untergeordnete Rolle spielt. Es soll also nach dem Gesetzentwurf ausdrücklich keine Rolle spielen, ob die zur Verfügungstellung persönlicher Daten durch den Verbraucher als Gegenleistung zu qualifizieren ist oder ob sie vielleicht ein solches Volumen nicht erreicht oder aus anderen Gründen dagegen dogmatische Bedenken bestehen. Diese Datenbereitstellung durch den Verbraucher oder die Erlaubnis des Verbrauchers, seine Daten zu nutzen, als Gegenleistung zu qualifizieren. In Konsequenz davon soll dieses Gewährleistungsregime sogar bei einer Schenkung gelten. Also dann, wenn ein Unternehmer einem Verbraucher digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen umsonst überlässt, soll trotzdem das Haftungsregime der 327 folgende gelten, also nicht die erleichterte Haftung, wie sie sonst im Bereich der Schenkung üblich ist, wenn der Verbraucher dafür Daten zur Verfügung stellt, gleich ob die eben das einen Umfang hat, dass man das als Gegenleistung qualifizieren kann oder ob das nicht der Fall ist und das Ganze deswegen als eine unentgeltliche Leistung des Unternehmers anzusehen ist. Es gibt eine Reihe von Ausnahmen von diesem Prinzip. Die wichtigsten habe ich hier auf der Folie niedergeschrieben. Zum einen, wenn die Daten, die der Verbraucher dem Unternehmer zur Verfügung stellen, muss sich auf die beschränken, die zur Abwicklung des Vertrages erforderlich sind. Also beispielsweise eine Adressinformation, die der Unternehmer braucht, um seine Leistung liefern zu können. Dann ist damit alleine noch nicht gesagt, dass seine Leistung als eine, die mit Daten bezahlt wird, behandelt wird. Eine weitere Ausnahme gibt es für Open-Source-Software. Also dann, wenn Sie freie Software sich kostenlos runterladen dürfen und gleichzeitig aber Daten abgefragt werden, die in diesem Fall dann nicht nur der Erbringung der Leistung dienen müssen, sondern beispielsweise der Verbesserung der Software dienen. Also wenn Sie eine Open-Source-Software runterladen, die Daten zum Beispiel über Abstürze oder Fehlfunktionen an den Programmierer zurückübermittelt, automatisch, dann führt das allein nicht dazu, dass der Programmierer nach 327 folgende in Haftung genommen wird, wenn es sich eben um Software handelt, die nicht nur kostenlos ist, sondern auch unter einer Open-Source-Lizenz steht. Das ist in 327 Absatz 6, Nummer 6 BGB-Entwurf geregelt. Rechtsfolge
der des Bezahlens mit Daten ist, wie schon hervorgehoben, dass das Haftungsregime der 327 folgende gilt. Das bedeutet zunächst mal, es gibt die Möglichkeit zur Vertragsbeendigung oder auch die Möglichkeit, Schadensersatz vom Unternehmer zu fordern, wenn er das digitale Produkt seinerseits nicht pünktlich liefert. Und andererseits gibt es verschiedene Gewährleistungsrechte bis hin zum Recht auf Schadensersatz, wenn das digitale Produkt zwar ausgeliefert wird, aber mangelhaft ist. Das könnte jetzt auf den ersten Blick heißen, wenn beispielsweise Ihre Google-Mail-Adresse nicht funktioniert, also Google Ihnen die Dienstleistung E-Mail nicht mehr in vollem Umfang erbringt, mangelhaft erbringt oder gar nicht erbringt, dann hätten Sie die Möglichkeit, unter anderem Schadensersatz zu verlangen, wenn Sie deswegen etwa geschäftliche Mails nicht lesen können. Soweit kommt es wahrscheinlich nicht, denn die Regelungen nach 327 fortfolgende sind zwar prinzipiell unabdingbar für den Unternehmer, das heißt, der Verbraucher kann nicht auf seine Rechte nach diesen Regeln verzichten. Wenn er es doch tut, kann sich der Unternehmer darauf nicht berufen. Das gilt aber nicht für das Recht auf Schadensersatz. Also das Recht, Schadensersatz zu verlangen wegen einer Pflichtverletzung durch den Unternehmer, das kann man durch Vertrag ausschließen, und das werden die Anbieter solcher Dienstleistungen, die mit Daten bezahlt werden und nicht mit Geld, sicherlich alle tun, die Schadensersatzrechte des Verbrauchers abbedingen. Damit bleiben dem Verbraucher nur noch die Rechte, den Vertrag zu beendigen. An sich könnte er auch seine Gegenleistung mindern oder eben seine Leistung zurückfordern, aber da er ja nur mit Daten bezahlt hat und nicht mit Geld, wird es da nichts zurückzufordern geben. Er kann nur verlangen, dass eben die Nutzung seiner Daten eingestellt wird, aber er kann nicht wirklich Geld vom Unternehmer bekommen. Und überdies wird so sein, dass wenn der Unternehmer diesem Haftungsregime entkommen will, wenn er nicht länger die Dienstleistung erbringen will, er vielfach den Vertrag schlicht wird kündigen können. Das Kündigungsrecht des Unternehmers ist nicht in den 327 folgende geregelt, wird sich aus dem jeweiligen Vertragstypus ergeben. Aber wenn es beispielsweise um die kostenlose Erbringung einer Dienstleistung, also die kostenlose, nur mit der zur Verfügungstellung von Daten entgoltene Erbringung einer Dienstleistung geht, dann kann das ein Auftrag sein, der kann nach 671 BGB jederzeit gekündigt werden. Insofern werden die Folgen für Internetunternehmen, die ihre Leistungen derzeit mit Daten bezahlen lassen, vielleicht nicht allzu gravierend sein. Ein Punkt, den wir noch besonders betrachten sollten, ist die Regelung in 327 Q BGB. Das soll das Verhältnis von Datenschutzrecht und Bezahlen mit Daten, immer in Anführungszeichen zu lesen, näher regeln. Beim Bezahlen mit Daten geht es ja darum, dass der Verbraucher Daten zur Verfügung stellt oder sich vielleicht sogar verpflichtet, das künftig zu tun. Das beißt sich mit der Grundregel des Datenschutzrechts, der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, dass die Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zurückgenommen werden kann. Dabei bleibt es, man kann also nicht etwa im Rahmen eines Vertrages über den Bezug von Leistungen bezahlt mit Daten sich unwiderruflich verpflichten, eigene Daten zur Verfügung zu stellen, sondern diese freie Widerruflichkeit bleibt bestehen. Und der Widerruf hat nur sehr begrenzte vertragliche Folgen. Wenn ich also sage, ich will nicht länger mit Daten bezahlen, dann kann das dazu führen, dass der Unternehmer seinerseits den Vertrag beendigen kann. Es kann aber nicht dazu führen, dass er zum Beispiel Schadensersatz von mir fordern kann. Und damit kann ich letztlich als Verbraucher mich einer eingegangenen Verpflichtung, künftig Daten zur Verfügung zu stellen, immer wieder entziehen, indem ich für die Zukunft der Datennutzung widerspreche. Der Unternehmer kann dann den Vertrag beendigen, aber sonst keine negativen Folgen daraus herleiten. Soweit das Thema Bezahlen mit Daten. In einem zweiten Teil unseres Videos schauen wir uns dann die Schadensersatzpflichten an.